Servus Leute und herzlich willkommen. Ich bin die Jessie und stelle euch heute wieder mal einen Plug-in-Hybriden vor. Und zwar ist es heute ein sehr großer, der Q8 60 TFSI IE. Und falls ihr heute alles zu dem wissen wollt, was das Thema Fahren, Innenraum, Optik, Förderung und auch Laden und Reichweite angeht, dann bleibt jetzt gerne dran, abonniert auch den Kanal. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal los und schauen dem Großen da mal in die Augen. Kommt mit. Bevor wir jetzt mit der Optik anfangen, kurz noch was in eigener Sache. Schaut gerne mal bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbei. Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum. Da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Wahrscheinlich besonders einen guten Preis für diesen Plug-in-Hybrid, weil die ja gefördert werden und man auch eine 0,5%ige Dienstwagensteuerung bekommt. Aber jetzt gucken wir uns erstmal die Optik an. Wir haben hier jetzt Gletscherweiß drauf, was ich sehr schön finde in Kombination mit diesem Black-Paket. Das heißt, wir haben eine schwarze Umrandung um den Single Frame, in der Mitte nochmal die Audi-Ringe in einem Silber und auch die Lippe unten und die Sideblades sind in einem Schwarz und für mich eine wirklich böse Optik. Wir haben hier immer serienmäßig Matrix-LED-Leuchten, die eine schöne Lichtsignatur machen. Und dann sind wir jetzt hier im Profil und gucken uns mal die Felgen an und die gehen bis 23 Zoll. Jetzt hier auch rot lackierte Bremsen. Hier haben wir jetzt 21 Zoll drauf, sehen mega in dem Radkasten aus. Ich kann mir gar nicht vorstellen, 23 Zoll wären dann schon riesig, wenn ihr jetzt vergleicht. Ich stehe hier daneben, es geht mir eigentlich schon bis zum oberen Oberschenkel. Wir haben hinten abgedunkelte Scheiben, schwarze Umrandung auch nochmal um die Fenster. Und was jetzt spannend ist, wo liegt denn jetzt eigentlich dieser Akku? Der liegt hier hinten hinter der Rückbank, hinter der Achse vor allem auch. Wir haben hier einen permanenten Allradantrieb und serienmäßig auch eine Luftfederung. Die können wir beispielsweise auch im Kofferraum betätigen und können das Auto dann eben hoch und runter fahren. Und wo lädt man das Ganze jetzt? Ja, nämlich hier. Hier können wir jetzt mit 7,4 Kilowatt laden, dann ist er in 2,5 Stunden voll. Der Akku ist übrigens 17,9 Kilowattstunden groß und wenn wir das jetzt an der Haushaltssteckdose laden würden, da habe ich leider keinen Wert, wird es wahrscheinlich so zwischen 7 und 8 Stunden dauern. Jetzt gehen wir noch hinten, weil der Vorteil von einem Plug-in-Hybrid ist ja, dass wir den einerseits elektrisch fahren können, aber auch andererseits laden und hierfür haben wir dann hier auf der Seite den Tank. Hier müsst ihr rüberkommen. Hier können wir den dann auch tanken, was sehr praktisch ist. Das heißt, wir müssen nicht die Angst haben, reicht mir der Akku, bleibe ich irgendwo stehen, was passiert dann? Weil die Angst ist bei vielen groß. Ist für mich ein guter Kompromiss zwischen Elektromobilität und eben Verbrennung. Jetzt schauen wir uns den Kofferraum an. Der hat jetzt 500 bis 1600 Liter Volumen. Ist riesig, hat jetzt aber 100 Liter weniger als ein Nicht-Plug-in Q8. Ist aber meiner Meinung nach nicht schlimm bei den Dimensionen. Man kann hier auch, wie ich euch schon gesagt habe, mit der Luftfederung das Auto hoch und runter fahren. Ist natürlich besonders praktisch, wenn man den beladen möchte bzw. entladen möchte. Wir haben hier auch noch mal so einen Schutz, dass ich mir das Riesenauto nicht zerkratze und kann natürlich auch die Rückbank umklappen. Das mache ich aber jetzt in dem Fall nicht. Und jetzt schauen wir uns hier hinten noch, wie ich euch gesagt habe, eins der schönsten Lichter an, die es für mich bei Audi gibt. Wir haben ja ein durchgehendes Licht, super schöne Lichtsignatur. Hier unten steht es auch noch mal drauf, dass auch der Nachbar weiß, wir fahren einen Plug-in-Hybrid. Dafür steht dieses E. Sonst erkennt man nicht wirklich, dass es ein Plug-in-Hybrid ist. Es ist sehr zurückhaltend bei Audi. Q8 steht noch mal drauf und wir haben hier ja Blenden für die Endrohre und einen ziemlich großen Diffusor. Und die Endrohre sind auf beiden Seiten, wenn ihr mal unten guckt, dann versteckt. Da verstehe ich nicht ganz, warum man die nicht irgendwie eingebaut hat. Wahrscheinlich passt es nicht so zum Plug-in-Hybrid, dass man dann große Endrohre sieht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es seht. Und jetzt würde ich sagen, springe ich noch auf die Rückbank mit euch. Es wird euch jetzt nicht verwundern, ich bin 1,64 Meter klein und da hinten werde ich sehr viel Platz haben, aber ich möchte ihn euch trotzdem zeigen. Kommt mit. So, und jetzt sitze ich hier, kann mich quasi fast hinlegen, so ein bisschen wie in einem Wohnzimmer. Und hier drin ist alles in einem Grau gehalten, was gut für mich passt zu dem Weiß-Schwarz. Wir haben hier eine Rautensteppung, können auch die Kopfstützen nochmal hochschieben, damit ich sie hinten besonders bequem habe. Und ich fühle mich hier so ein bisschen wie bei einem Chauffeur hinten auf der Rückbank. Dann haben wir hier auch noch die Möglichkeit, die Mittelarmkonsole auszufahren. Haben hier noch zwei Cupholder, die finde ich ein bisschen klein. Und dann können wir die Rückbank auch nach vorne, nach hinten verschieben, was natürlich praktisch ist, um mehr Platz im Kofferraum zu haben.
So, und jetzt schaut euch noch hier vorne an. Wir haben hier auch noch mal manuelle Lüftungen. Wir haben hier unten auch noch USB-C-Anschlüsse und eine 12-Volt-Steckdose. Also alles, was man braucht, um auch das Handy oder so zu laden. Und vorne haben wir ja Sportsitze mit integrierter Kopfstütze. Die zeige ich euch ja da vorne. Tür, wunderschön, Bang & Olufsen-Anlage. Wir haben hier Alcantara, Aluminium, Leder. Ja, und jetzt zeige ich euch noch die Motoren. Wir haben hier einen Elektromotor und einen Verbrenner. Sprechen wir erstmal über den Verbrenner. Da ist er. Wir haben einen V6-Motor hier mit 340 PS und 400 Newtonmeter maximales Drehmoment. Und der Elektromotor hat 100 kW und auch 400 Newtonmeter maximales Drehmoment. Wenn wir das beides jetzt kombinieren, kommen da natürlich nicht 800 Newtonmeter raus und noch mehr PS, sondern wir sind bei 462 PS und 700 Newtonmeter maximales Drehmoment. Der ist jetzt in 5,4 Sekunden auf 100, fährt rein elektrisch bis 135 km/h. 240 V-Max mit dem Verbrenner dann zusammen, verbraucht 1,4 Liter bzw. 22,7 Kilowattstunden. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal rein. Ich zeige euch noch den Innenraum vorne, der ist nämlich genauso schön wie die Rückbank und dann fahren wir eine Runde. Kommt mit. Kommen wir jetzt zum Innenraum. Ich bin glücklich, weil ich bin erstmal drin. Ich habe die Sitzheizung an und auch die Lenkradheizung. Mir wird deswegen etwas wärmer, darum strahle ich auch so. Jetzt zeige ich euch erstmal, was macht den Q8 im Innenraum aus und dann zeige ich euch noch, was ist hier eigentlich Plug-in-spezifisches alles drin. Wir haben jetzt hier schönes Valcona-Leder in einem Grau, Rautensteppung, S im Nacken, integrierte Kopfstützen, das sind die Sportsitze Plus. Dann haben wir hier vorne eine Armauflage, wie auch in den anderen Q8, die ich euch schon gezeigt habe. Sehr angenehm, die kann ich auch hochklappen. Habe dann hier so eine gesamtete Phonebox, kann hier auch noch mein Handy laden, was ich gut finde. Hier gucke ich auch nicht die ganze Zeit aufs Handy, während ich fahre. Manchmal ist es ja vorne im Sichtfeld, das finde ich dann nicht so praktisch, weil es einfach ablenkt. Habe hier noch die Möglichkeit, einerseits den Schlüssel zu platzieren, der fährt da nicht rum, und habe hier andererseits auch nochmal zwei Cupholder, eine 12-Volt-Steckdose, alles im Klavierlack, sehr stilistisch schön, gebürstetes Aluminium, vorne auch nochmal Quattro, durchgehende Lüftung hier im Cockpit und auch hier oben ein Lederbezug mit sehr schönen Nähten. Und jetzt zeige ich euch das Plug-in-spezifische, und da gibt es auf beiden Displays jeweils was. Einmal hier vorne haben wir die Übersicht, ob wir gerade laden, also ob wir rekuperieren bzw. ob wir gerade Power ausgeben. Das finde ich gut integriert hier in dieses Rundmeter. Da drüben haben wir dann auch nochmal Drehmoment bzw. Geschwindigkeit, und hier in der Mitte haben wir dann verschiedene Dinge über den Verbrauch und so weiter und so fort. Können wir ganz einfach übers Lenkrad steuern, können uns auch mit der View-Taste verschiedene Ansichten wählen, die uns am besten gefallen, und hier rüber dann eben das in der Mitte steuern. Aber jetzt zeige ich euch die wichtigsten Sachen hier drin, nicht die Klimaanlage hier unten bzw. die 8-Gang-Tiptronic, sondern hier oben bei Fahrzeug einerseits das Audi Drive Select. Das probieren wir auch gleich beim Fahren aus. Und ich habe euch ja gesagt, wir haben hier serienmäßig eine Luftfederung. Das heißt, je nach Fahrmodus, den ich habe, passt sich diese an. Hier fährt es jetzt beispielsweise bei Offroad hoch. Bei Komfort passt sie sich dann auch an. Und wenn wir wissen wollen, was sich alles anpasst, müssen wir einfach bei Individual gucken. Und da ist es einerseits der Antrieb, den wir anpassen können, das Fahrwerk und auch die Lenkung. Und das nächste, was jetzt PHEV-spezifisch ist, finden wir hier bei Fahrzeug und dann unter Laden und Effizienz. Und das muss ich leider kritisieren. Bei den anderen PHEVs, die wir euch vorgestellt haben, haben wir dann einen Knopf, wo man den drücken kann. Hier gibt es leider keinen, wo ich direkt eben zu diesen elektrischen Themen komme und muss dann hier auf e-tron-Modus klicken und kann mir dann aussuchen, ob ich entweder rein elektrisch fahre, also den EV-Mode wähle, habe Auto-Hybrid, das ist eigentlich das Praktischste, vor allem im Alltag, wenn man damit fährt. Bei Auto-Hybrid entscheidet der Computer quasi selbst, wann kommt der Verbrenner dazu, wann kommt der Elektromotor dazu, und das würde ich euch immer im Alltag empfehlen. Und dann haben wir noch weitere Optionen. Wir haben einmal Battery Hold, falls ich beispielsweise eine emissionsfreie Zone fahren muss, ich weiß das schon vorher, kann ich meinen Batteriefüllstand halten, und falls der zu niedrig sein sollte, kann ich meine Batterie auch mit dem Verbrenner laden, was dann ganz
ja, energiepolitisch kritisch ist, aber falls mal die Not am Mann ist, kann man das auf jeden Fall auch nutzen. Wir haben dann auch einen Effizienzassistent, hier klicke ich auch mal drauf. Da können wir beispielsweise einen intelligenten Freilauf einschalten, interaktives Fahrpedal, das finde ich eigentlich ganz cool. Das sagt mir dann, Jessie, geh runter vom Gas, geh auf die Bremse oder wie auch immer, rekuperiere. Und wir haben auch prädiktive Hinweise, die wir ein- und ausschalten können. Und dann haben wir hier noch alles zum Thema Laden und ich kann auch das Laden ganz einfach planen. Dann interessant auch noch die Fahrzeuganzeigen, die möchte ich euch auch noch zeigen. Und hier sehen wir eben alles für die Nerds. Hier haben wir alle Statistiken, wie oft haben wir den Elektromotor verwendet, wie viel Verbrennermotor. Jetzt sind wir gerade 100% elektrisch gefahren. Wie war es in den letzten Kilometern, die Verteilung? Dann haben wir hier eine Energieflussanzeige, die ich euch gleich auch noch bei der Fahrt zeige. Und hier, das finde ich mega, weil ich euch ja draußen schon gesagt habe, ich habe manchmal Angst, wie weit komme ich jetzt eigentlich noch damit. Rechts haben wir dann, wie lange komme ich noch rein elektrisch und links dann noch, wie weit komme ich mit Verbrenner und Elektromotor. Aber jetzt würde ich sagen, reden wir nicht mehr so viel über das Fahren, sondern machen es einfach, oder? Kommt mit. Jetzt geht's wie versprochen los mit der Fahrt, weil darum geht es ja hier bei einem Plug-in-Hybrid. Und jetzt machen wir den Motor mal an. Ich drücke auf das Start-Enden-Stopp-Knöpfchen. Und wie ihr hört, hört ihr nichts. Es ist total leise. Und jetzt möchte ich euch, bevor wir losfahren, erstmal die Rückwärtskamera zeigen. Schaut mal, die ist, wie man es von Audi gewohnt ist, sehr scharf. Und ich kann mir das Auto auch in 3D angucken, was natürlich für mich spricht, beziehungsweise für mich ein Kaufargument wäre, das auch in der Stadt zu fahren, weil damit komme ich in jede Parklücke und kann sicherheitshalber mir auf jeden Fall das Ganze ansehen. Und jetzt fahren wir mal rückwärts in 3D, können uns das auch anschauen. Irgendwie witzig, wie so ein kleines Computerauto. Und dann fahren wir los. Und ich finde das super angenehm, wenn ich mir vorstelle, dass ich damit im Alltag einfach geräuschlos losfahren kann. Wenn ich von der Arbeit komme oder auch zur Arbeit fahre, es nimmt einem so ein bisschen dieses Turbulente aus dem Alltag, nimmt einem den Stress und macht die Fahrt einfach sehr angenehm. Und jetzt sitzen wir ja hier in einem Plug-in-Hybrid. Das heißt, wenn wir jetzt mal hier die Rückfahrkamera ausmachen, zeige ich euch jetzt mal die verschiedenen Modi. Dafür muss ich leider hier immer in das Display drücken, was dann doch nicht so gut ist, wenn ich während der Fahrt bin. Wir sind jetzt gerade im EV, im rein elektrischen Modus und jetzt gehen wir mal in Autohybrid. Und bei Autohybrid entscheidet der Computer bzw. das Auto dann selbst, was ist am effizientesten und was ist am besten, je nach Fahrmodi, je nach Fahrsituation. Wann kommt der Verbrenner dazu und wann eben nicht. Was wir auch machen können, ist, wie ich euch ja schon gesagt habe, wir können rein theoretisch die Batterie auch halten. Das heißt, wir haben den Akkufüllstand oder unsere Reichweite halten. Falls ich beispielsweise weiß, ich muss jetzt nach Paris fahren, nach London in eine emissionsfreie Zone, kann ich mir sichern, ich habe da noch mindestens 30 Kilometer Reichweite. Und was man auch machen kann, ist eben, dass ich die Batterie charge, also lade, sobald ich das möchte. Und jetzt sprechen wir über die Fahrmodi. Dafür gehe ich jetzt hier wieder zurück auf Fahrzeug. Drive Select und wähle mir die verschiedenen Modi und ich habe jetzt hier Offroad, Allroad, Efficiency, Komfort und Auto. Wir sind jetzt in Komfort gefahren und jetzt wird es spannend. Wir gehen jetzt mal in Dynamic, fahren mal los. Und was besonders spannend ist, ist, dass wenn wir jetzt im S-Dynamic sind, rekuperiert er am stärksten. Das bedeutet, sobald ich vom Gas gehe, rekuperiert er. Und das möchte ich euch jetzt bei der Energieflussanzeige mal zeigen. Dafür wieder zurück, Fahrzeug, Fahrzeug anzeigen. Und jetzt für euch, wie versprochen, die Energieflussanzeige. Und jetzt wird es spannend. Ihr seht, ich drücke gerade aufs Gas und wenn ich vom Gas runtergehe, rekuperiert er. Und das mit bis zu 0,3 G, falls ich bremse, beziehungsweise 0,1 G, falls ich segel. Und damit kann ich vor allem der Stadt sehr effizient und nachhaltig fahren, kann mir einfach alles aufsparen, kann meinen Akku immer wieder aufladen. Und es macht irgendwie auch Spaß, also für alle Nerds da draußen, die irgendwie Bock haben, da so ein bisschen rumzuspielen, so ein bisschen ja auch ein One-Pedal-Driving zu nutzen, ist es echt ganz witzig. Jetzt sprechen wir zum Thema Verbrauch und angegeben ist er ja bei 2,7 Liter bzw. 22,7 kW kombiniert. Und wenn wir den jetzt ja nur elektrisch gefahren sind, haben wir so 30 Kilowattstunden gebraucht. Wenn wir ihn nur mit Verbrenner gefahren sind, waren es dann doch schon 10, 11 Liter. Muss man wissen, ist relativ wichtig, weil es kann ja schnell sein, sobald wir auf die Autobahn fahren, dass der Akku dann leer ist und dann ist der Verbrauch dann doch natürlich ein bisschen höher. Deswegen würde ich euch auch immer empfehlen, vor allem für die Durchschnittspendler da draußen, ladet den so oft es geht, auf der Arbeit oder auch nachts an der Steckdose, ist in knapp 7 Stunden dann an der Haushaltssteckdose voll, beziehungsweise mit den 7,4 kW eben in 2,5 Stunden. Dann haben wir hier ja eine 8-Gang-Tiptronic drin, also eine 8-Gang-Wandlerautomatik.
Wir haben einen permanenten Allradantrieb. Es ist ein Quattro, so wie wir es bei Audi eben mögen. Und je nach Modi haben wir ja eben auch eine andere Anpassung der Fahrzeughöhe, weil wir hier immer serienmäßig eine Luftfederung haben. Und wenn ich jetzt hier mal zurückgehe, können wir das mal durchspielen. Ich bin jetzt hier bei Fahrzeug, habe dann hier meine Audi Drive Select und gehe jetzt beispielsweise in Efficiency und sehe hier unten, das Auto fährt runter und damit wird es halt eben effizienter, es hat einen besseren CW-Wert. Ebenso in Dynamic fährt es runter. Wenn ich beispielsweise jetzt mir Offroad aussuche, fährt das Auto auch hoch, ist ja logisch, ich muss eben hoch ins Offroad fahren. Ja, und so kann man eben je nach Fahrmodi einerseits die Fahrzeughöhe anstellen und eben andererseits auch die Lenkung. Wir haben hier eine Progressivlenkung und auch das ganze Fahrgefühl passt sich eben an. Dann kann ich natürlich, ich muss nicht hier oben auf dem Display rumtouchen, kann mir die Drive Select auch hier direkt einstellen und kann dann eben hier auch durchdrücken auf Komfort, Efficiency, Allroad oder eben Offroad. Dann habe ich hier auch noch den EV-Knopf, da kann ich drauf drücken, das ist ganz gut und komme dann eben auf diese Anzeige, um zu entscheiden, ob ich eben rein elektrisch fahren möchte oder eben nicht. Jetzt finde ich mega cool, ich bin jetzt gerade in der 100er-Zone und mir sagt jetzt das Fahrzeug da vorne im Head-Up-Display, Jesse, nimm den Fuß runter, du kannst jetzt eben bremsen bzw. rekuperieren, da vorne kommt ein Kreisverkehr und das ist sehr cool, das ist einfach prädiktiv und hilft mir so ein bisschen beim Fahren, noch effizienter zu fahren. Aber jetzt würde ich sagen, quatsche ich nicht mehr so lang und wir fahren zurück und ich zaubere euch noch ein kurzes Fazit und erzähle euch auch, was der Q8 jetzt hier so kostet. Kommt mit! Weiter geht's jetzt wie versprochen mit meinem Fazit und ich habe euch ja schon ein paar Q8 Reviews gezaubert. Einerseits habe ich euch den erst-Q8 vorgestellt, den fand ich wirklich krass. Dann habe ich euch auch den SQ8 vorgestellt als Benziner und für mich war immer wieder das Problem, ich kann den nicht bezahlen. Und da macht natürlich ein Plug-in-Hybride Sinn, weil wir profitieren jetzt bei der kleineren Version von der 0,5%igen Dienstwagenversteuerung. Der beginnt bei 77.000 Euro und wir bekommen da über knapp 5.000 Euro Förderung vom Staat dazu. Der große jetzt, so wie er dasteht, beginnt bei 95.000 Euro, was auch ein krasser Preis ist. Aber ich würde euch empfehlen, denkt vielleicht auch über Leasing nach, weil da schlägt sich diese ganze Förderung und Plug-in-hybride Technologie auf jeden Fall auch nieder, weil es wird eben gefördert. Und da haben wir einen Kooperationspartner an unserer Hand mit GoLeasy. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Die vergleichen unter anbietenden und teilnehmenden Plattformen wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum. Und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Für mich ist der Q8 eine gute Kombination aus nachhaltig, kann elektrisch zur Arbeit fahren, hab genug Platz, kann aber auch mit dem Verbrenner über weitere Strecken fahren und der passt auf jeden Fall für mich in die Zeit. Lasst mir gerne ein Abo da und kommentiert auch, wie ihr das Video fandet und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Freunde!